Hallo zusammen, wir sind Ola und Gerfried und im letzten Video, dem ersten dieser Reise, waren wir von der Steiermark über die Lavantaler Alpen nach Kärnten gefahren. Nach einer Nacht am Stellplatz in Bad St. Leonhard ging es aber schon wieder zurück in die Steiermark, wo wir kurz Judenburg besichtigten und dann über den Sölkpass fuhren. Vor der dortigen Motorradlärmkulisse flüchteten wir dann in Richtung Salzkammergut. Wie es uns in Altersee und der darüber liegenden Loseralm ergeht, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Dieser idyllische Ort ist Altaussee, wo das berühmte Narzissenfest stattfindet, allerdings nicht jetzt. Ich habe jetzt versucht, da drinnen zu parken. Es war nicht von Erfolg gekrönt. Am Parkplatz im Ort standen die Leute in Schlange an. Und somit habe ich umgedreht und die Flucht ergriffen. Jetzt fahren wir weiter rauf auf den Loser. Das ist eine Mautstraße. Aber das könnte sich auszahlen, denn hier unten im Ort, da geht es richtig ab. Das ist uns zu voll. Und schauen Sie mal auf der Mautstraße. Ich habe jetzt vergessen, die Mautstation zu filmen. Da gibt es unten einen Bezahlautomaten, beziehungsweise jetzt war auch bemannt, beziehungsweise befraut. Und die Straße kostet 18 Euro für Wohnmobil und zwei Personen. Das ist einmal die Mautstraße. Da müssten wir dann heute irgendwann wahrscheinlich vor Mitternacht wieder runterkommen. Es gibt aber ganz problemlos offiziell die Möglichkeit, oben zu schlafen. Das kostet dann noch einmal extra 15 Euro plus 2,50 Euro pro Person Kurtaxe, das heißt 20 Euro. Schauen wir mal, was es an Services gibt. Wenn es jetzt ein reiner Parkplatz ist, dann sind 15 Euro, also 20 Euro mit Kurtaxe schon gesalzen. Aber angeblich zahlt es sich aus wegen der Ausblicke und mal schauen. Jedenfalls im Tal hätten wir ohnehin nichts bekommen. So voll wie der Parkplatz war. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigen Campingplätze, die es da gibt, ähnlich aussehen. Also nehmen wir, was wir bekommen. Wir sind schon gespannt. Wir haben jetzt gerade 1000 Meter Seehöhe passiert und es geht jetzt noch 6 Kilometer auf der Straße dahin, also sicher noch einige hundert Höhenmeter aufwärts. Und 300 Meter Höhe. Es geht aber flott aufwärts. Laut Internet gibt es hier, ich glaube, drei Parkplätze. Das ist jetzt die erste Option, die niedrigste. Die wäre schon recht schön mit schönem Ausblick, aber wir schauen natürlich weiter, was da noch kommt. Drei Parkplätze waren es dann schlussendlich. Der zweite ist meiner Meinung nach der schönste davon. Allerdings ist er nicht besonders groß und er war jetzt schon besetzt mit Pkw. Wir werden vielleicht dann später runterfahren. Hier oben ist ein großer Parkplatz mit Gasthaus und Olda hat schon Hunger angemeldet. Das heißt, wir werden jetzt vorerst mal hier bleiben. Aber ist hier oben auch nicht schlecht. Der Ausblick ist schön, es ist halt relativ groß und man ist, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, nicht alleine. Aber mit dem, was im Tal los ist, ist das ja kein Vergleich. Da hilft natürlich die Mautstraße mit ihren Preisen wieder, die Massen abzuhalten. Hat immer auch was Positives. So sitzen wir in luftiger Höhe die Mittagshitze aus. Wir wollten jetzt was trinken gehen da in der Hütte, aber leider hat sie schon zugemacht. Jetzt um 17 Uhr. Naja, macht nichts, wir haben genug Zeug dabei. Wir werden jetzt uns gleich umparken auf den zweiten Parkplatz, der uns am besten gefallen hat. Wir sehen den nämlich von hier oben und wissen deshalb, dass jetzt nur mehr der eine Camper unten steht und die Pkw schon weg sind. Das heißt, wir haben jetzt super Platz. Glauben wir halt. Nein, ausgerechnet dort, wo wir stehen wollen, da steht jetzt ein Pkw. Das gibt's doch nicht.
Noch einmal müssen wir in der dritten Reihe parken, aber wir kämpfen uns dann jedes Mal, wenn ein PKW wegfährt, eine Reihe nach vorne und dann haben wir es geschafft. Das ist mein Office, bitte nicht stören. Eula arbeitet in ihrem Homeoffice, am Bett. Ich habe mal die ganzen Kameralinsen gereinigt. Die Hausarbeit ist auch schon erledigt und jetzt gilt es, den Abend zu genießen, wobei Eula arbeitet. Ich werde jetzt Video schneiden, aber mit diesem Ausblick gibt es kaum Besseres. Das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Ja, wir sind am Berg und es geht ein so richtig heftiges Gewitter nieder. Das ist eine von den Situationen, wo man über einen Kastenwagen wirklich froh ist. Wir sitzen in einem Blechkäfig, uns kann nichts passieren. Guten Morgen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich übers Aufstehen gefreut habe, aber es zahlt sich sogar heute aus. Der morgendliche Besuch einer Kuhherde, wie sich das für eine Alm gehört. Und die Nachzügler kommen an. Mittendrin statt nur dabei. Ich hoffe, sie bleiben auf der Seite des Parkplatzes und kommen hier nicht zu uns rüber. Morgen. So, jetzt kommen die von unten wieder rauf. Na. Die da sind vor einer halben Stunde runtergegangen, jetzt kommen sie wieder rauf, haben wohl eine falsche Abzweigung genommen. Oder vielleicht ist es Navi schuld. So, das war's. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wo man hinsteigt.
We had a whole conversation with my saying, oh. Olli hat ein Stehfrühstück. Gibt es einen schönen Frühstücksplatz? Nein. Als das? Stehfrühstück mit Dachsteinblick. Wir haben einen kleinen Standortwechsel vollzogen. Wir sind wieder auf den oberen Parkplatz gefahren. Ein Grund war, dass jetzt viele Wanderer ankommen und wir standen da ganz vorne auf dem unteren Parkplatz und hatten da ein wenig die Befürchtung, dass wir eingeparkt werden. Wir sind darauf gefahren. Da haben wir jetzt unsere Ruhe und Euler hat jetzt was zu arbeiten. Das heißt, den Vormittag verbringen wir hier. Und somit werde ich mich auch beschäftigen. Ich denke, ich setze mich als erstes jetzt mit dem zweiten Kaffee und einem Campingsessel daraus in die Sonne und genieß nochmal die Wolkendecke von oben. Wir wollen auch deshalb nicht gleich runterfahren, denn ja, wenn man von oben so eine schöne Wolkendecke sieht, wie sieht es dann von unten aus? Genau, die haben da unten Schlechtwetter und keine Sonne, aber gar keine. Die Wolkendecke hat sich kurz aufgelöst, so um 7 Uhr herum. Da gab es ein paar Löcher drinnen und jetzt ist sie wieder komplett dicht. Also solange das sich nicht ändert, muss ich da nicht runter vom Berg. Und Euler ist da der gleichen Meinung. Ja. Yep. Was kann man hier so unternehmen? Natürlich wandern. Das machen wir jetzt gleich mal. Und zwar haben wir uns die kürzeste Wanderung ausgesucht, die es hier gibt. Das ist, glaube ich, 10 Minuten lang oder so, zum Augstsee, der direkt über dem Parkplatz liegt. Ja, sonst kann man noch klettern. Wir haben da schon einige Kletterer in den Felsen hängen sehen. Es gibt Klettersteige. Es gibt natürlich lange Wanderrouten. Paragleiter, Gleitschirmflieger haben wir ganz viele schon gesehen, die da bei uns am Felsen vorbeirauschen. Und es sind auch viele Radfahrer hier oben. Sogar Mountainbiker, obwohl es hinunter anscheinend kein besonders tolles Trail-Angebot gibt. Also man muss sagen, die 10 Minuten hier rauf, die waren etwas pessimistisch. Ohne Fotostopp für den Paragleiter wären es, glaube ich, 3 Minuten gewesen. Ja, eigentlich schade, warum wandern wir eigentlich nicht weiter? Gehen wir rund ums See. Upsi. Dieser Wanderweg ist für die Fisch. Siehst du die Fisch auf dem Weg? Wenn etwas für die Fische ist, dann ist es übrigens nutzlos auf Österreichisch. Leider haben wir, wenn wir um 4.50 Uhr aufstehen, wenig Lust auf eine richtige Wanderung. Sonst würde sich das jetzt hier anbieten. Es sind, glaube ich, 1,5 Stunden auf den Loser und dann gibt es noch weitere Wanderungen, die man machen kann. Aber heute ein schöner Spaziergang rund ums See. Genau, heute machen wir nur einen Spaziergang. Vielleicht beim nächsten Mal.
Eine Seebühne gibt es auch. Verehrte Camper und Camperinnen, wir freuen uns sehr, dass Sie an diesem Video Ihre Freude haben und wir bedanken uns auch beim Bürgermeister und bei der Bürgermeisterin. Ja, das war ein schöner Spaziergang und jetzt machen wir uns wieder mal auf die Suche. Heute wäre mal ein Campingplatz ganz cool, weil der Abwassertank riecht. Die Toilettenkassette ist noch nicht ganz voll, aber wird auch nicht schaden, den Inhalt loszuwerden. Die Camper freuen halt. Ja, und ganz generell wäre nach dem frühen Aufstehen ein relaxter Nachmittag mit Sitzen Eis. Im Kühlen und Eis, sagt die Olli. Ganz angenehm. Schauen wir, ob wir sowas finden. Gestern, der erste Eindruck in Altaussee war diesbezüglich nicht positiv. Da geht's richtig rund. Urlaub in Österreich ist ja jetzt in dank Corona. Und ja, mal schauen, wie es da auf den Campingplätzen aussieht. Wir wollen auch nicht so einen Sardinenplatz, wo man dann unter den ganzen Dauercampern so richtig auffällt. Oder so einen Platz, wo man auch nicht mehr Fläche zur Verfügung hat als hier auf seinem normalen Parkplatz. Sondern wenn Campingplatz mit den entsprechenden österreichischen gesalzenen Preisen, dann soll es auch angenehm sein und Platz zum Ausbreiten geben. Und wenn wir das nicht finden, dann wird es halt wieder so ein Parkplatz. Wir werden schon uns irgendwie durchschlagen. Bis später. Zeit haben wir. Das ist nicht sehr intelligent gelöst. Man muss nämlich als Camper beim Runterfahren zahlen. Die Pkw wissen das natürlich alle nicht und glauben dann, man ist einfach blöd, weil man da bei der Mautstation beim Runterfahren wieder anhält und fangen dann hinter einem an zu hupen. Gibt aber keinen Parkplatz dort, da ist Parken verboten. Da kann man noch nachbessern. Aber sonst, schöner Besuch da. Und schon wieder eine Planänderung. Wir haben heute jetzt doch einen Platz gefunden, um unser Wohnmobil hier am Rande von Altaussee zu parken. Und jetzt schauen wir uns die Altstadt und den See an. Und Olda, ein Eis. Und Olda will ein Eis, ganz klar. Da waren wir gerade noch oben. Theoretisch wären wir jetzt am See, aber praktisch steht ein Hotel davor und wir sehen nichts. Mit diesen Eindrücken aus Altaussee verabschieden wir uns von dir für dieses Mal. Die Reise geht aber natürlich weiter und was wir im Salzkammergut weiterhin erleben, erfährst du im nächsten Video. Hi. Für dieses Mal bedanken wir uns, dass du unsere Reise verfolgt hast und wir freuen uns, dich auch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.